Hallo Leute, willkommen zurück zu Warptoria, wo wir heute auf einen neuen Planeten gehen. Aber wir sollten fast alles aufgesetzt haben, so dass wir hier auf diesem Planeten unsere Heimatwelt die Infrastruktur haben, die wir brauchen, um hier die Verteidigung außenrum aufrecht zu erhalten. Wir werden hier die Erzförderer abbauen müssen und ich denke, es macht vielleicht auch etwas Sinn, wenn ich hier mal die Hälfte rausnehme vom hellblauen Uran und die Förderung hier aufsuche, die hier reinlege, weil dann werden wir auch hier oben die Uranbrennstäbe produzieren, die wir dann ja effektiv für den Reaktor brauchen. Sonst könnte das allenfalls ein bisschen lang gehen. Nun, da ich gesehen habe, dass wir Kohle zu wenig haben, gehen wir doch erstmal auf einen Kohleplaneten. Nehmen hier die ganzen Förderer mit. Ich glaube, Kohle können wir noch etwas stehen lassen. Kupfer ist auch gleich aufgebraucht. Zumindest das, was auf dem Band liegt. Dann hier den Rest können wir hier reinkippen. Beziehungsweise so nicht funktionieren. Ah. Vielleicht. Dann kann ich sie hier reinlegen. Schauen, dass wir hier außenrum nicht die Logistik mitnehmen. Die brauchen wir noch ein bisschen. Alles, was wir hier eigentlich brauchen, ist Forschung. Und da haben wir momentan genügend. Aber da ich weiß, dass wahrscheinlich die Blauen am ersten ausgehen, wir das so, dann wird hier wieder etwas verbraucht und sonst muss ich so viel in die Tasche nehmen, die ich sonst nirgends verbrauchen kann. Und das wäre nicht allzu gut. Dann schauen wir hier oben mal vorbei. Da haben wir schon 50 produziert. Und auch
dieser hier läuft an. Denke, hier können wir eine ganze Kiste machen. Die stapeln ja nicht. Und irgendwann, wenn wir vielleicht das nächste Mal hier auf dem Planeten vorbeikommen, machen wir noch was mit der Artillerie. Ich denke, ich warte noch ein wenig, bis hier das Eisen sich etwas entleert, und dann ziehen wir weiter. Alles ist weg, auch bereits die Kohle, dann wird es effektiv an der Zeit, hier zu unserem Kohleplanet weiterzuziehen, in der Hoffnung, dass wir dann auch dort ankommen und nicht auf einem Planeten, der so überhaupt nicht brauchbar ist. Hier können wir noch Wasser mitnehmen. Und dann drücken wir die Daumen. Ein Zwergplanet, nicht das, was wir suchen, drum ziehen wir doch gleich mal weiter und sehen in ungefähr 9 Minuten, wo wir hinkommen. Auch der nächste Planet beschert uns kein Glück, oder zumindest nicht das Glück, was wir suchen. Planet Nummer 3 ist endlich unser Kohleplanet. Wir stellen dann doch hier gleich mal auch unsere anderen Harvester auf. Einfach der Vollständigkeit halber. Kohle muss hier rein. Dann fangen wir doch gleich mal mit dem Feld hier unten an. Aber mach das so. So. Hier noch eine Reihe ranmachen und dann wie üblich ziehen wir zwei rote raus und packen das an einen blauen ran. Brauchen wir etwas Strom. Etwas Verteidigung dürfte nicht fehl am Platz sein. Gut. Hier unten haben wir Stein. Wir werden wahrscheinlich anschließend auf einen Steinplaneten gehen. Oder Öl. Oder Uran. So, die Richtung. So rum, auch hier etwas Strom.
Verteidigung. Dann mache ich einmal eine Runde wegen den Aliens. Ich den hier. Und wir bräuchten auch noch ein Kupferfeld. Das wäre angebracht. Irgendwo wird ja wohl eins sein. Was es ist, ein Kohleplanet. Sprich, die restlichen Ressourcen werden nicht so in dem üblichen Ausmaß vorhanden sein. Was aber nicht heißt, sie sind gar nicht da. Hier haben wir schon wieder Eisen. Wir machen ein Alien-Nest. Und mit der Rüstung, mit dem Exoskelett, läuft es sich ganz schnell herum. Da sind wir dann gar nicht mehr auf unseren fahrbaren Untersatz angewiesen. Ah, da haben wir Kupfer. Wunderbar. Dann gehen wir hier durch in den Keller. Dann gehen wir eine Etage höher. Denn vielleicht würde es Sinn machen, hier unten für Kohle auch sowas zu haben. Wir kopieren das einfach mal. Und schauen, wo wir das platzieren können. Das so machen. Kommt das hier rein. Und hier. Ja gut, und dann machen wir das doch gleich auf der anderen Seite auch. Wir haben zwar was für Stein, aber haben wir das schön überall. So wie wir es brauchen. Okay. Und dann können wir einfach mal warten, bis wir hier mit Kohle voll sind. Kohle ist auch hier oben nun vollgelaufen, das heißt, wir sind bereit weiterzuziehen. Und da ich sehe, dass wir kein Öl mehr haben, ist vielleicht ein Ölplanet unsere nächste Destination. Das heißt, wir sammeln hier mal all unsere Felder ein. Lassen das Band noch leer laufen. Ah, hier unten haben wir auch Stein. Stein wird nicht so schnell leer laufen. Aber wir können das Band trotzdem einpacken.
Und den Rest legen wir einfach hier rein. Denn der wird dann schon hier irgendwo verarbeitet. Und inzwischen ist auch hier alles abgegrast. Oder zumindest aufgebraucht. Förderband ist leer. Einmal zusammenpacken. Und dann haben wir nur unsere zwei Außenposten. Die bekommen wir ja gleich wieder. Und dann ziehen wir weiter. Hoffentlich diesmal ohne Umweg über zusätzliche Planeten zu unserem Öl. Ja, und dieses Mal hat es geklappt mit dem Öl. Müssen hier nur schauen. Hier haben wir etwas Kupfer. Machen wir das doch so. Es wird wahrscheinlich nicht weit reichen. Da haben wir Aliens, aber nicht mehr lange. Da oben haben wir etwas Öl, aber nicht viel. Wir brauchen Eisen und ein anständiges Ölfeld. Vielleicht müssen wir das etwas suchen. Zumindest sieht der Planet etwas grün aus und das sieht doch nach einem anständigen Ölfeld aus. Pumpe machen wir hier ran. Die Pumpen immer schön zueinander ausrichten, dass wir nicht so viel Leitung legen müssen. Dann können wir hier so die zusammengehören. Das zusammennehmen. Dann da und dort mit Untergrund verbinden. Hier, was können wir auch mit Untergrund anschließen? Diesen hier auch. Den machen wir hier an. Und dann hier und hier. Strom, 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 Strom. Ordentlich Verteidigung ran. Dann sollte das... da unten haben wir gleich schon ein Nest. Und dann brauchen wir eigentlich noch ein Eisenfeld. Welches wir hier haben. Wunderbar. Was wir vielleicht machen sollten, ist
ein paar mehr Öltanks hinstellen. Damit wir auch mehr Öl auf die Seite machen können. So, mehr habe ich momentan nicht. Dann gehe ich mal noch rasch eine Runde drehen, um sicherzustellen, dass uns da nicht gleich die Aliens überrennen. Und zu guter Letzt können wir noch diese beiden Produkte ausprobieren. Vielleicht speichern wir zuerst mal. Ich habe keine Ahnung, was bei einem von beiden passiert. Also gehen wir mal hier an die Oberfläche neben unsere Basis und dann Warp Plattform Portal und Warp. Das sollte uns auf die andere Welt bringen, die wir besiedelt haben. Ja, und wir sehen, da haben wir ein Loch. Okay, und nun ist gerade die Forschung fertig. Forschung geht weiter. Aber wir sind hier am Eck. Und wir sehen, hier hat so ein Loch, ein schwarzes in der Form von unserer Plattform. Wir haben hier nicht rundherum verbunden. Wie sieht es denn mit der Verschmutzung aus? Ja, jetzt wo die Plattform nicht mehr hier ist, um Verschmutzung zu verbreiten, sieht es ziemlich gut aus. Was passiert, wenn wir hier mal stabilisieren? Okay, das fängt jetzt wieder bei Null an. Aber ohne die Plattform sollten wir auch nicht so viel produzieren. Wie sieht es denn hier mit dem Energieverbrauch aus? Wir brauchen nicht mal 1 Gigawatt. Das heißt, die Maschinerie, die sollte damit sehr gut klarkommen. Und auch hier anscheinend nur Stahl haben wir, produzieren wir etwas weniger als wir brauchen. Okay, jetzt wissen wir, in eine Richtung funktioniert's. Funktioniert es auch in die andere? Ja. Sind wieder auf unserer Plattform im Keller. Sehr schön. Das heißt, wir können relativ einfach hin und her springen. Wir könnten sogar unser Inventar leeren, es ganz füllen mit Goodies von einem Planeten. Das rüber transportieren. Aber ich denke, das war's. Öl füllt sich auf. Ich denke, das wird nicht allzu lang gehen, bis das voll ist. Vielleicht packen wir da doch noch ein paar Tanks mehr ran. Dann können wir noch Uran holen gehen. Und dann sollten wir gut assortiert sein. Kohle. Geht schon wieder alle. Ich habe hier natürlich kein Kohlefeld angeschlossen. Da oben wäre eins.
aber keins hier in der Nähe der Basis. Also, wir haben noch was zu tun für nächstes Mal. Also bis dann und tschüss.